Ach, die Aufnahme startet wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer anderen Folge LS19 mit mir, dem Marc. Wir machen weiter hier am Donnerstag nach gerade technischen Schwierigkeiten, wo ich gerade kurz am Verzweifeln war, warum. Ihr seht mir, habe ich relativ schnell Glück rausgekriegt, woran es liegt. Musste ich aber mal ganz kurz meinen PC für neu starten. Danke GeForce Now. Habe nämlich gestern GeForce Now installiert und heute Morgen hatte ich dann, oder gerade jetzt nach deiner Folge, hat dann bei mir mit der Aufnahme alles darum, alles zerschissen, alles weg. Ich konnte die Aufnahme nicht mehr beenden, Dateipfade waren nicht mehr hinterlegt und bin jetzt zumindest schon mal so weit, dass ich zumindest sagen kann, es läuft wieder alles, ich kann wieder aufnehmen, ich kann mir auch das letzte Video angucken. Da bin ich auch erstmal relativ froh drüber, dass das wieder funktioniert. Weil ich hatte da kurz gedacht, oh, das wird heute gar nichts mehr. Auf jeden Fall läuft jetzt erstmal wieder alles und wir können ganz entspannt weitermachen. Ich hatte echt, war echt kurz davor zu sagen, oh, nö, ich mache heute gar nichts mehr. Weil das ist immer ätzend. Die Technik, ich habe gestern eine GeForce 19 und GeForce Experience, womit ich hier aufnehme. Und GeForce Now vertragen mich nicht so, habe ich festgestellt. Ja, dann meine Wenigkeit, GeForce Now erstmal deinstalliert. Kümmere ich mich später drum. GeForce Experience läuft dann erstmal. GeForce Experience läuft dann erstmal. Der hat jetzt einen anderen Kurs drin, weil ich wie gesagt neu starten musste. Den müsste er dann auch gleich wieder haben. Dann. Das ist alles gar kein Problem mehr. So, dann machen wir jetzt mal ganz kurz zack, zack. Nehmen wir das. Und hier wollten wir noch mal einen Kurs einfach. Genau. So dramatisch, wie das hier auch gerade alles läuft, wir machen erstmal damit weiter, womit wir aufgehört haben. So, jetzt müssten wir rein theoretisch Kompost hier rauskriegen. Richtig, richtig. Jetzt haben wir da nochmal schön weit drunter, dass wir nicht alles so blockieren. Start, Kompost. Dann fangen wir jetzt mal eine Kursaufzeichnung an. Nein, 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 nein. Ich hab noch einen geladenen Kurs. Oh mein Gott. Panik. So, Drescher wird abgeladen, Stroh läuft weiter, hier läuft Kompost weiter. So muss das. Wenn wir nämlich jetzt gleich den Johnny nutzen, um das ganze Kompost hier loszuwerden. So, machen wir jetzt einfach eine Kursaufzeichnung. Dann fahren wir damit jetzt eigentlich den gleichen Kurs wie gerade ein, nur dass der einen anderen Start und einen, also schon mal einen Start und anderes Endziel hat. Aber es läuft hier im Endeffekt über das gleiche hinaus. Und auf geht es. Dann kann der Johnny nämlich jetzt gleich erstmal den Kompost überall wegfahren. Ohne dass wir da relativ viel dran tun müssen. Und wir werden dann mal uns ein bisschen umgucken im Job. Im Shop, mein Gott. Was wir als nächstes für ein Produkt nehmen. Nicht was wir als nächstes für einen Anhänger nehmen, weil ich möchte ja ganz gerne einen neuen Anhänger haben. Für die Paletten. Was Größeres hauptsächlich. Also es muss jetzt hier nicht irgendwie, keine Ahnung, weil ich möchte einfach nur was Größeres haben, womit ich mehr Paletten transportieren kann. Weil 12 sind ja schon ganz nett, aber es ist noch nicht das Maximum, würde ich sagen. Da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Also das will uns das jetzt dann gleich erstmal mal angucken. Was wir denn am Endeffekt nehmen wollen. Weil ich habe da eigentlich so ein Autostack-Kram eigentlich ja mit drin, so ein Autoload. Vielleicht nehmen wir einen größeren oder noch einen zweiten. Da muss ich mal gucken. So. Dann fahren wir jetzt erstmal ganz gemütlich. Hoffentlich kommen wir jetzt auch hier den Berg hoch. Schafft er gerade so. Ich muss aber richtig Power geben. Genau, heute ist Donnerstag. Hoffentlich funktioniert das gut. Das ist immer so die Frage. Genau, GeForce Now online gekommen. Das sind Video-Streaming-Dienst. Das muss ich mir aber nochmal angucken, weil wenn das nämlich die ganze Zeit mein Aufnahmeprogramm, also mein GeForce Experience auseinanderschmeißt, dann kann mich das Programm aber mal sowas von gern haben. Das Programm interessiert mich auf jeden Fall.
Aber wenn es mir andauernd alles kaputt macht, also meine ganzen Einstellungen GeForce Experience löscht, oh, dann brauche ich irgendwas anderes. Also das, weil letztlich ist das Ding ja schlecht und ich bin auch der Meinung, dass man da ruhig auch mal 5 Euro oder 6 Euro, was pro Monat kostet, dann dafür zahlen kann, wenn man dann auch genug Spiele hat zum Spielen. Weil es ja wie so ein Streaming-Dienst für Spiele in Anführungsstrichen. Entschuldigung. Ist ja wie so ein wie Google Now, New oder wie sich das Programm nennt. Von Google gibt es ja auch sowas wie so ein Streaming-Dienst, wo du dann Spiele streamen kannst. Du musst die nicht mehr selber kaufen, du bezahlst halt einen Betrag X pro Monat und kannst dann Spiele spielen. Bestimmte Stundenanzahl und was weiß ich nicht. Das ist grundsätzlich eigentlich eine relativ coole Idee, finde ich. Und es unterstützt natürlich noch dein eigenes Spiel. Das heißt, du hast auch in der Liste deine selbst Spiele, die du bei Steam hast und bei Uplay hast und so weiter. Also eigentlich ganz nett, finde ich. Das habe ich mir dann gestern mal gedownloadet, installiert und ein bisschen durchgeguckt. Hab dann gedacht, ja komm, ich gehe jetzt erstmal schlafen, wollte ich ja eh machen. Bin ich dann noch gegangen, ich habe relativ viel lange geschlafen sogar heute, von Freitag auf Sonntag, Samstag. Freitag auf Sonntag, jetzt im Glückwunsch. Von Freitag auf Samstag. Keine Ahnung, ich bin um 11 ins Bett und dann erst um 8 oder so wieder aufgestanden. Also doch, 9 Stunden schon lang, würde ich sagen. Aber hab dann heute Morgen schon, was haben wir heute Morgen gemacht, ja. Für unser Unwetter, für unsere Sturmwarnung, die wir bekommen haben, noch ein paar Klamotten reingeräumt. Dann habe ich mir meine Blinker-Thematik bei mir im Auto mal angeguckt heute Morgen. Habe alle Rücklichter auseinandergebaut, weil ich aktuell das Problem habe, dass ich teilweise einen zu schnellen Blinkerreflex habe. Das heißt, im Umkehrschluss ist es so, dass es dazu kommt, dass wenn ich ganz normal Blinker setze und der dann irgendwann automatisch schneller wird und ich da noch nicht hundertprozentig weiß, woran das liegt, dann heute Morgen erstmal die ganzen Blinker auseinandergenommen habe, alle Kontakte und Stecker überprüft habe, die Massepunkte neu gesetzt habe und da habe ich jetzt Kacke gebaut, weil ich glaube ich jetzt, ja, ich habe echt Kacke gebaut. Zurück. Nein. Ich habe echt Kacke gebaut. Den können wir nochmal neu anfangen. Viel zu weit ausgeholt, guck mal. Kommt gar nicht wieder unter dem Trigger drunter. Naja, machen wir das ganze Spektakel nochmal. Wie gesagt, habe ich einen zu schnellen Blinkerreflex. Und das ist halt dann, mal funktioniert das, kann ich, keine Ahnung, 2-3 Tage ohne fahren, dann habe ich das wieder eine ganze Zeit lang. Ja, da muss ich mal gucken, ob das jetzt besser geworden ist. Entschuldigung. Alle Steckkontakte mal überprüft, alle Steckkontakte sauber gemacht, alle Steckkontakte ein bisschen angeschliffen, dass die auf jeden Fall frei sind, da sind auch keine oxidiert oder sonstiges. Das heißt, im Endeffekt sollte das eigentlich gehen. Theo, praktisch zumindest. Naja. Ich dann auch nochmal die Massepunkte von der Links mir nach angeguckt und sauber gemacht. Die waren auch voller Öl. Also voller Öl ist jetzt übertrieben, aber die waren halt fettig. Ich weiß gar nicht, wie da Fett und Öl drankommen kann an die Stellen, aber ich habe es jetzt erstmal wieder sauber gemacht. Das heißt, die Schrauben losgemacht, die dabei waren, alles schön sauber gemacht und ein bisschen angeschliffen und dann das zusammengebaut und dann gucke ich mir jetzt mal an, wenn ich Sonntag eh noch mal kurz einen Weg fahren muss, ob das besser geworden ist, wenn man es dann merkt. Und wenn nicht, könnte ich mir halt noch vorstellen, dass das ein Stromproblem allgemein ist, dass der Generator vielleicht eine kurze Zeit zu viel Strom einspeist, weil meistens, wenn du blinkst, bist du allgemein auch langsamer, also beschleunigst und dann willst du, also du bist bei 50 km/h. Links dann, weil du rechts rein willst und wirst dann langsamer, in Anführungsstrichen. Und dass der da dann halt vielleicht irgendwie Probleme mit hat, dass der Generator dann der kurzen Zeit zu viel Strom liefert. Das könnte auch noch eine Möglichkeit sein. Das ist zwar relativ unwahrscheinlich. Und wenn nicht, müsste man da einfach mal irgendwas zwischenbasteln. Irgendwie ein Widerstand oder irgendwas muss man halt einfach mal zwischenbasteln.
zu rot an irgendeiner Lampe. Jetzt auch die Steckkontakte mal wieder gerade gebogen, weil die auch ein bisschen krumm waren. Ich weiß nicht, aber die, die haben auch nur Sachen zusammengefuscht, Alter. Da denkst du auch, morgen, was könnten wir gewesen sein? Könnte ich gewesen sein, teilweise. Vor allem, wenn das irgendwie schnell gehen muss oder so. Ist ja so, dann wird das mal nicht so, wie es original ist, sondern einfach auch mal so. Pst. Hallo, ich fusche dir das so zusammen, dass das passt. So. Zweite Runde hier. Vielleicht kriegen wir jetzt gleich endlich mal den Kurs schön. Nur weil ich am Ende Kacke gebaut habe und einfach hätte die letzten paar Dinger löschen können und den Kurs neu, das Ende neu einfahren können. Aber Marc ist ja nicht so schlimm. Also fahren wir den ganzen Kurs nochmal neu. Ist ja gar kein Problem für uns. Zack. Zack. Weizen wird abgeladen, der Drescher läuft, der Puma läuft, der ist blockiert, der Puma. Müssen wir gleich mal gucken, wo er uns liegt. Wahrscheinlich steht er hinter irgendeinem Schlepper fest. Aber wir müssen jetzt erstmal den Kurs zu Ende einfahren, dann können wir uns das Problem mal angucken. Immer die gleichen Probleme. Wenn der Kurs jetzt gleich erstmal steht und fertig, dann kann der, glaube ich, noch eine Runde so fahren. Und dann ist das gut. Dann kann er den Kurs mal abfahren. Vielleicht funktioniert das, vielleicht funktioniert das nicht. Wenn das nicht funktioniert, müssen wir mal gucken, wie wir das anders einfahren können, dass das vielleicht funktioniert. Irgendwie werden wir da wohl eine Möglichkeit für finden. Der Markt, dann versauen wir das jetzt nicht nochmal. Ja, das ist doch besser. So. Mais, Kartoffeln, Zucker, Zucker, Saatgut. Ich stelle schon ein bisschen Nadelkrams an. Mein Gott. Komm, passt. Ja, das läuft. Das läuft auch wie so ein Länderspiel. Vielleicht wahrscheinlich mit dem mal abfahren. Ja. So, dann fahren wir den mal ab. Das Gespann mich gleich unten schon weg einsetzen. Weil der fährt, glaube ich, noch einmal hoch und dann müsste das auch schon haben. Kompost. Na, Kompost fährt nicht ab, weil er nicht zu 100% voll ist. Ja, aber er steht. Wow. Müssen wir gleich mal mit denen in den Johnny reinspringen und mal eben abfahren. Obwohl, wenn ich weit genug rauspacke, könnte der schon mal abladen. Ich kann kurz reintappen. Ich habe das Spiel neu gestartet und...
läuft. Oh mein Gott, wie fluppt der hier heute alles. Das ist ja optimal. Perfekt. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in einer weiteren Folge Nordfriesische Marsch, Singpaprakt. Und dann werden wir uns jetzt gleich mal mit allem weiteren beschäftigen. Anhänger kaufen, den Kompost-Tour umsetzen, wenn der funktioniert. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.